Soll man aktuell den Blick nach hinten richten? Tatsächlich, die Märkte, die haben sich schon wieder ein bisschen umorientiert nach der ja relativ starken Phase, die wir in den letzten Wochen hatten. Zum Beispiel im amerikanischen Index oder Indizes, muss man ja sagen. Da sieht man, dass die Märkte jetzt tapfer zurückkommen. Eigentlich also nicht mehr den Vortrieb haben. Im Gegenteil, sogar eine ziemlich scharfe Abwärtsbewegung. Mich macht das gar nicht so unglücklich, denn man muss ganz fairerweise dazu sagen, die Bewegung ist so schön steil nach oben gewesen, fünffällig sogar bei Dow Jones, dass ein Rücksetzer jetzt idealerweise vielleicht sogar eine ABC-Kiste das ganz typische Bild wäre. Wer sich ein bisschen mit der Wellentheorie auseinandergesetzt hat, der hat schon eine Idee, worauf ich hinaus will. Trotz alledem, das ist natürlich nicht gesagt, dass es bei einer ABC bleibt, trotz saisonaler Effekte, nämlich dass doch eigentlich die Jahresendrallye jetzt anstehen sollte und doch der ein oder andere jetzt auf der Käuferseite mit dabei sein sollte. Das wäre natürlich besonders schön und wäre auch nachvollziehbar. Aber selbst dann müsste der Kurs noch ein gutes Stückchen weiter nach unten gehen. Das betreffe auch den DAX, denn der ist ebenfalls nach oben gegangen, auch fünffällig durchaus, kommt im Moment tapfer, schön wie am Lineal gezogen nach unten. Und auch in diesem Fall muss man sagen, da ist noch mehr drin, also noch ist alles andere als bullisch. Ich fände es zumindest mal charttechnisch die deutlich weniger wahrscheinliche Variante. Dementsprechend liegt mein Fokus eher aktuell noch auf der Abwärtsseite. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie der Markt mal wieder entgegenkommt. Dann kann man jetzt einfach shorten. Das ist nicht mein Lieblingsansatz, sage ich ganz ehrlich. Einfach aufspringen auf den fahrenden Zug ist meistens nicht die sinnvollste Variante. Aber wenn der Markt mal wieder ein bisschen nach oben kommt und das idealerweise auf einer wackeligen Art und Weise, also zögerlich, Sie sehen schon, dass er ist bemüht, aber er schafft den Hintern nicht so richtig hochzukriegen, das wäre gleichsam in Deutschland als auch in Amerika eigentlich das Schönste, was uns passieren könnte, um anschließend nochmal auf die Short-Seite zu gehen. Nehmen Sie dafür die Fibonaccis beispielsweise, nehmen Sie, naja, es gibt viele verschiedene Verfahren, aber messen Sie zumindest mal in etwa, dass die Aufwärtsbewegung so ein bisschen eine Bullenfahne zwischen Trendkanten Kanallinien sozusagen sich bewegt, dann hat man da eigentlich eine sehr, sehr gute Chance, günstige Einstiege zu finden. Wie wir das ganz konkret machen, das zeige ich natürlich immer wieder mit meinem Team in unseren Trade des Tages Analysen. Die können Sie sich angucken, völlig kostenfrei, einfach nur anmelden. Dann haben Sie da immer wieder auch unsere ganz konkreten Einstiegsideen. Trotz alledem, wenn Sie sagen, habe ich schon gelesen, will trotzdem noch mehr haben, zeige ich Ihnen oder weise ich in diesen Videos natürlich auch immer wieder auf Situationen hin. Beim Euro finde ich es im Moment nicht ganz so spannend. Der ist zwar auch tapfer auf dem Weg nach oben, aber ganz anders als das Bild bei den Indizes, die im Moment sehr klar sind, ist es beim Euro gegen US-Dollar doch auf der Abwärtsseite zuletzt ziemlich wackelig gewesen und jetzt auf der Aufwärtsseite auch noch nicht so richtig der Burner. Und das ist für mich genau ein Gegenmodell zu dem, was ich gerade bei den Indizes angedeutet habe, nämlich, dass wir nicht so sehr Klarheit haben, welche die scharfe Richtung sein soll. Das heißt, mein Fokus ist im Moment nicht so sehr auf Euro gegen US-Dollar, sondern tatsächlich dort mehr auf den Indizes liegend, denn da sehe ich das einfach als eine schönere Bewegung an. Wie gesagt, schauen Sie sich gerne mal den Nasdaq oder den Dow Jones beispielsweise an mit einer sehr, sehr klaren Abwärtsbewegung, ebenso beim Euro aktuell wie am Lineal gezogen. So, in diesem Sinne lasse ich Sie jetzt heute erstmal wieder alleine mit dem Markt. Wir sehen uns vielleicht in demselben nachher nochmal von Händler zu Händler. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.